Hallo zusammen, heute gibt es wieder eine Auf- und Vor-Folge. Und zwar reden wir wie immer nochmal über die deutschen Bundestagswahlen vom letzten Sonntag. Vielleicht haben ein paar von euch mitbekommen, dass Angela Merkel die Wahlen nach 16 Jahren nicht mehr als Kanzlerin antreten ist und es darum einen Kanzlerwechsel geben muss. Die Wahlen haben genau vor einer Woche am 26. September 2021 stattgefunden. Aber wer hat überhaupt dürfen wählen und wie funktioniert die Wahlen? Funktionieren die Wahlen in Deutschland. In Deutschland dürfen alle Deutschen, die am Wahltag 18 sind, wählen. Es gibt noch ein paar zusätzliche Regeln, die aber nur für wenige Leute relevant sind und darum die wir die hier nicht erwähnen. Die deutschen Wählerinnen und Wähler haben zwei Stimmen, die sie vergeben können. Mit der ersten Stimme wird eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem eigenen Wahlkreis gewählt, wo dann mit genug Stimmen in den Bundestag, also das Parlament, einziehen soll. Im Bundestag hat es insgesamt 598 Sitze, wovon genau die Hälfte, also 299 Sitze, durch die Erstwahl vergeben wird. Die andere Hälfte der Bundestagsabgeordneten wird durch die Zweitstimme gewählt. Die funktioniert so, dass sich die Wählerinnen für eine Landesliste entscheiden müssen. Grundlegend wird dadurch einfach eine Partei gewählt und die bekommen dann relativ zu der Stimmenanzahl die anderen 299 Sitze. Wichtig ist noch, dass es in Deutschland eine sogenannte Sperrklausel gibt. Das bedeutet, dass Parteien mindestens 5% der Stimmen erhalten müssen, damit sie überhaupt einen Sitz im Bundestag bekommen. Auch hier gibt es noch zusätzliche Regeln, aber damit wir es einfach halten können, gehen wir einfach von dieser 5%-Hürde aus. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wird schlussendlich durch die Abgeordneten vom Bundestag gewählt. Dafür muss die absolute Mehrheit, auch Kanzlermehrheit genannt, erreicht werden, weshalb die Mehrheit der Abgeordneten für die kandidierende Person stimmt. So, jetzt kommen wir noch auf das Resultat dieser Wahlen zu sprechen. Das vorläufige Endergebnis zeigt, dass die SPD neu die Partei mit den meisten Stimmen ist und somit die CDU als wählerstärkste Partei abgelöst hat. Die SPD hat 25,7% der Stimmen bekommen, während die CDU 24,1% der Stimmen gekriegt hat. Auch im Bundesrat-Tag haben es folgende Parteien geschafft. Die Grünen, die FDP, AfD, die Linke und der Südschleswigscher Wählerverband hat einen Sitz durch die Erststimme bekommen. Momentan steht die wichtigste Frage aber noch offen. Wer wird der neue Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin von Deutschland? Momentan streben der Armin Laschet von der CDU sowie auch der Olaf Scholz von der SPD die Regierungsbildung an. In Deutschland ist es so, dass die Regierung nach der Bundestagswahl muss gebildet werden. Die besteht aus dem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sowie den verschiedenen Ministerinnen. Wenn eine Partei mehr als 50% von der Sitz bekommt, ist klar, wer die Regierung bilden wird. Aber in so Fall, wo es eben keine absolute Mehrheit gibt, wie im Jahr 2021, müssen sich mehrere Parteien zusammenschließen, um die Regierung zu bilden. Dafür werden sogenannte Sondierungsgespräche geführt. Momentan sind 5 verschiedene Koalitionen möglich. Theoretisch wäre eine grosse Koalition zwischen der SPD und der Union möglich, aber wird grundsätzlich von beiden Parteien nicht wirklich in Erwägung gezogen. So wie es aussieht, hängt vieles davon ab, wofür sich die Grünen und die FDP entscheiden und ob sie eher mit der Union oder der SPD eine Koalition eingehen. Wir werden aber müssen abwarten und schauen, wie das Endresultat dann aussieht. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und bis zur nächsten Folge. Tschüss!